König Otto ist da. Persönlich hat Manager Michael Preetz den neuen Hertha-Trainer vom Flughafen abgeholt. Anschließend wurde Rehagel offiziell vorgestellt. Der Schlachtplan für den angeschlagenen Hauptstadtclub, der ist klar. Ich bin gesund, ich bin fit und ich kann sagen, Jungs, attack, attack, go. Und ich kenne mich aus im Fußball. Aber ich sage auch, die Jungs müssen das, was ich ihnen mit auf den Weg gebe, das müssen sie versuchen, in die Tat umzusetzen. Routinier Rehagel soll's richten. Eine schwere Aufgabe, denn seit 11 Bundesligaspielen konnten die Berliner nicht mehr gewinnen. Natürlich habe ich überlegt, eine Nacht, aber dann habe ich gesagt, okay, ne, du machst das, es sind 3 Monate. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Mannschaft in Schwierigkeiten ist, in große Schwierigkeiten. Und dass sie, wenn sie Hilfe braucht, sie braucht Hilfe, okay, dann habe ich gesagt, dann versuche ich es nicht mehr. Die letzte Trainerstation für Rehagel in der Bundesliga war in Kaiserslautern, wo er 1998 deutscher Meister wurde. Bis 2010 hat er die griechische Nationalmannschaft trainiert, wurde 2004 sogar Europameister. Ohne Frage, der 73-Jährige hat viel Erfahrung. Die muss er seinen Spielern jetzt nur noch mit auf den Weg geben. Handfeste Krise statt närrischem Karneval in Köln. Katerstimmung beim FC, der neben den personellen nun auch die sportlichen Chaostage fortsetzt. Nach dem 1:2 in Nürnberg geht der Absturz weiter. Trainer Ståle Solbakken und seinen Jecken droht eine unruhige Zeit. Wir müssen ehrlich sein, dass wir zusammen mit 6, 7 anderen Mannschaften ist in einem Abstiegskampf. Dennoch, ein Karnevalsverbot gibt's nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen so in der Bredouille, dass ich morgen eingeladen bin, auf den Zug zu gehen. Und ich jetzt gerade auch nicht wirklich was zu feiern habe. Getreu dem kölschen Grundsatz, wat willse mache, et hätt noch immer jod jange. Tschüss, Tabellenspitze. Bayern München verliert den Anschluss an Spitzenreiter Borussia Dortmund. Nach der Nullnummer bei Schlusslicht Freiburg liegen die Münchner bereits 4 Punkte hinter dem BVB und einen hinter Gladbach. Da hilft kein Lamentieren, für Bayern schlägt es kurz vor 12. Wenn sich die Mannschaft nicht steigert, rennt sie dem Meister nur hinterher. Dante zum FC Bayern? Der Wechsel des brasilianischen Verteidigers Dante von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München soll laut Medienberichten perfekt sein. Wie die Münchner Tageszeitung TZ berichtete, soll der 28-Jährige für die festgeschriebene Ablösesumme von 4,6 Millionen Euro an die Isar kommen. Dantes Sprecher dementierte jedoch, dass der Transfer bereits in trockenen Tüchern sei. Hermann verletzt. Borussia Mönchengladbach muss voraussichtlich 6 Wochen auf Jungstar Patrick Hermann verzichten. Der 21-Jährige erlitt beim 2:1 in Kaiserslautern einen Schlüsselbeinbruch. Nach einem Zusammenprall mit Florian Dick musste er in der 37. Minute vom Platz getragen werden. Besonders bitter, Bundestrainer Joachim Löw soll eine Nominierung Hermanns für das Länderspiel am 29. Februar gegen Frankreich erwogen haben. Schmähgesänge in Leverkusen. Mit dem 4:1 gegen den FC Augsburg feierte Vizemeister Bayer Leverkusen den 300. Bundesliga-Heimsieg. Durch den Erfolg hat der Werksklub seine jüngste Negativserie beendet. Trotzdem stimmten die Fans Schmähgesänge an. Ohne Trainer wären wir auf Platz 2. Oder Holzhäuser raus, wurden skandiert. Zwischendurch forderten die Fans sogar Michael Ballack zurück. Der Rückkehrer der Woche. Ralf Rangnick hat am Samstag erstmals über seinen Erschöpfungszustand gesprochen, wegen dem er im September als Trainer von Schalke 04 zurückgetreten war. Nach seinem kompletten körperlichen Breakdown möchte der 53-Jährige im Sommer 2012 wieder in die Bundesliga zurück. Aber ein paar Dinge will er grundlegend ändern. Mehr Ruhephasen, richtige Ernährung und Zeit, selbst Sport zu treiben. Wir finden, richtig so.